schönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Chaos-Familie. Also ich dachte mir, ich mache ein kurzes Vorstellungsvideo, damit ihr einfach wisst, wo ihr hier gelandet seid. Denn viele neue Zuschauer sind auf unserem Kanal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns begleiten möchtet. Hier ist auf jeden Fall nie langweilig. Drei von vier Kindern sind jetzt gerade auf der Terrasse und spielen im Wasser. Da sind die drei Raketen. Und unsere älteste Rakete ist gerade in der Stadt. Deswegen kann ich sie jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht später, wenn sie kommt. Genießt das Wetter auf jeden Fall und wollte Eis essen mit Freunden. Jetzt wisst ihr schon mal, dass wir vier Kinder haben. Mama ist hier schon am Kochen. Das Essen ist fast fertig. So, die Mamas machen das so, damit es schneller geht. Ja. Papas. Papa. Zeit. Baut. Tada! Ein Timbal nennt man das. Ja, ich wedel gleich. In Fachkreisen. So. Wow. So. Wenn ich das so anordnen würde, also im Fischstern oder. Nein, ich mach das hier noch weg. Ja, dann darf ich euch den wundervollen Roy, meinen wundervollen Ehemann, vorstellen, der hier ständig die Küche sauber macht. Nur die Küche. Dann dachte ich mir, ich beantworte einfach mal die wichtigsten Fragen, die am häufigsten gestellt werden und gefragt werden. Zum Beispiel, wie alt wir sind. Also ich bin 38 und der Roy ist... Ist das 42 oder? Doch, doch, deine Hilfe. Bist du 42 oder 41? 42, ja. Oft wird auch gefragt, ob das Haus uns gehört oder zur Miete. Also wir haben das Haus gekauft. Natürlich gehört es noch nicht uns, sondern der Bank, wie das halt so ist. Und wir wohnen in Baden-Württemberg. Wir wollten bis vor kurzem so schnell wie möglich auswandern nach Polen, wo ich geboren wurde. Und genau, da klärt sich gleich das Thema. Ich bin in Polen geboren, der Roy in Erfurt. Und da wir aber vier Kinder haben und unsere Große nicht mit auswandern wollten, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir jetzt erstmal hier bleiben und warten, bis die Große mit der Schule fertig wird und dann neue Pläne quasi starten. Und in zwei Jahren ist es schon soweit. Die zwei Jahre werden wie im Flug vergehen. Das weiß man, wenn man Kinder hat. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Deswegen gedulden wir uns noch und dann startet hoffentlich unser neues Leben. Da bin ich auch schon mega gespannt und ich hoffe, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Sobald ich mehr weiß, erzähle ich euch natürlich auch mehr. Und wir haben noch einen Zweitkanal, den verlinke ich euch in der Infobox. Da zeigt euch der Roy jede Woche, was wir so einkaufen und essen. Und manchmal kommt auch ein Vlog online, zum Beispiel aus dem Urlaub. Genau. Und was auch noch ganz oft gestellt wird, die Frage, ob wir eine Patchwork-Familie sind. Ja, wir sind eine Patchwork-Familie. Die Große habe ich mit in die Ehe gebracht und der Roy und ich haben noch drei Kinder dazu bekommen, genau. Und auf diesem Kanal seht ihr meinen Mama-Alltag mit den Kids. Und die Videotage sind von Dienstag bis Samstag, bis jetzt zumindest, denn ich werde bald in ein paar Monaten wieder anfangen zu arbeiten. Da wird es wahrscheinlich weniger werden hier. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf die Abwechslung, denn unser Kleinster wird jetzt im November 2 und kommt dann in den Kindergarten. Unsere beiden Mädels sind mit 3 im Kindergarten, unsere beiden Jungs mit 2. Da bestimmt die Frage nochmal aufkommt, wo denn der Roy arbeitet. Das ist eine Sache, die wir privat halten möchten, denn es geht um den Job und wenn ich da verrate, wo er arbeitet, das möchte er erstens nicht und zweitens ist eine Sache, die wir privat halten und privat halten möchten. Und ja, und alle anderen Fragen könnt ihr natürlich stellen, falls ich jetzt was vergessen habe zu beantworten. Genau, und jetzt machen wir uns fertig. Die Sonne scheint draußen, ist richtig schön. Wir waren schon auf der Terrasse heute und jetzt werden wir Getränke holen. Denn wenn es so warm ist, bei 6 Personen ist ständig das Trinken alle. Und deswegen fahren wir jetzt in einen Getränkemarkt und machen den ganzen Kofferraum voll Getränke voll, dass es vielleicht mal eine Weile reicht für uns. Wollen wir los? Oh, seid ihr beide Italiener? Ja! Ja. Du bist auch ein Italiener? Ja. Ja, und wir lieben Italien. Und machen da so gerne Urlaub, wie auch dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Wir freuen uns total. Du kannst doch was über deine Hobbys erzählen. Was hast denn du für Hobbys? Italienerin. Ja, der Roy hat Humor und macht sehr viel Quatsch hier. Da, er geht an seinen Schrank. Ja, und seine Hose. Das ist Schiebung.
Ja, hier gibt es halt viel Auswahl, gell? 89 Cent siehst du, deine Lieblingsfanta. Was ist das hier? Orange. Das finde ich lecker. Nein. Das haben wir uns früher immer an der Tanke geholt. Guck mal, Lukas. Blaue Vanille. Wo seid ihr? Wir verstecken uns vor dir. Hallo. Ich glaube, der Elias will noch ein Geschwisterchen. Nein. Was hast du da? Meine Folie. Nein. So, Papa, willst du doch am Schluss was sagen? Jetzt haben wir wieder den ganzen Tisch mit Getränken voll. So zum Sonntag. Mal gucken, wie lange es reicht diesmal. Was? Ja, 2,5 Stunden, dann können wir wieder einkaufen. Wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von diesem Video. Ich hoffe, Hast du was vor? Hey Lusch, das ist kein Scherz. Ich hoffe, ich konnte die meistgestellten Fragen beantworten. Falls nicht, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Das ist nicht und witzig. Jetzt verabschieden wir uns. Und mir auch folgen, gell? Sonst bin ich sauer. So, tschüss. Verabschieden uns und ein schönes Wochenende euch. Tschüss.